Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. Als der Lube und ich da auf der Rückreise waren, wir haben da gesagt, wäre ja eh nicht so spannend gewesen, haben wir also einfach nicht aufgenommen. Ja, jetzt bin ich hier wieder alleine, ich muss ja auf Vorrat aufnehmen. Und jetzt wollte ich mir eigentlich den Weg hier weiterbauen und ein paar Themen ansprechen bezüglich des Servers. Also Lugo und ich, wir haben bisher ja nur auf LAN-Server gespielt, nicht auf hier so richtiger Server. Der kommt erst ab Weihnachten, wenn ich meinen neuen Computer habe. Dann wird mir das mal eben gesagt. Ja, ich weiß es nicht. Wenn ich das dann habe, dann werde ich mal ein paar Abonnenten einladen. Ja, die dürfen sich dann hier ein Haus bauen. Und dann werde ich mir hier so eine Gemeinde bauen. Hier ist sowas Großes. Deswegen will ich hier ja auch so einen Weg bauen. Ja. Jetzt bin ich auch ein bisschen ruhiger wieder. Mit dem gab es ja viel mehr zu quatschen. Besonders weil der viel lauter war als ich. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Türken, die Tiere genauso laut hört wie mich. Kann sein. Sollte ich mir vielleicht eine Schaufel craften? Ob das mit dem späten Part ho hochladen? Das ist nur alles wegen meinem Bruder. Der nervt mich nicht dabei. Immer will der. Irgendwie dabei sein oder so. Ich werde den gar nicht erst erwähnen, weißt du, Lucky? Erstmal. Weil ich möchte halt nicht, dass man den schon kennenlernt. Warum ist das die ganze Zeit so? Hat denn mal irgendwie ist meine Tastatur jetzt? Ach so. Ich komme mal dort oben hin. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Ich muss jetzt gleich aufpassen, dass ich nachts höre. Ich werde jetzt erstmal drei Parts aufnehmen. Dann ist wieder Sonntag. Dann hoffe ich, dass der Lugo wiederkommt. Mir da jetzt schon was gedacht. Mein Haus werde ich definitiv auch noch weiter bauen. Also wir jetzt nach links. Nochmal für Themen sagen. Es wäre natürlich viel einfacher, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, was ich sagen sollte.
Weil alleine raussuchen, dann noch Schule, Hausaufgaben und so ein Mist, dann noch üben für Arbeit, das ist ja krass. Obwohl, darüber kann ich ja auch reden. Jo. Irgendwie habe ich bei meiner Schule, war ich irgendwie voll schlecht. Jetzt bin ich besser. Komischerweise. Ich mache meine Hausaufgaben früher. So ein Mist. Ich putze mir die Zähne, habe ich früher nicht getan. Hat zwar nichts mit Schule zu tun, aber wirkt abstoßend, würde ich sagen. Jetzt tue ich es ja wieder. Hoffentlich geht's an sowas gut. Ich bin echt ruhiger geworden. Kommt halt wegen dem Thema. Und ich sehe gerade, das wird bestimmt nicht reichen. Also, Schule fand ich immer scheiße, finde ich immer noch scheiße und langweilig und so. Aber man muss sich ja halt damit abfinden, das halt zu tun. Muss da auch irgendwie durch. Und ja, da wurde ich gemobbt. Irgendwie aus irgendeinem Grund. Die haben irgendeinen Grund gefunden, mich einfach zu ärgern. Weil sie es halt können. Aber so ist der Mensch. Der Mensch sucht nach Aktivitäten, würde ich mal so sagen. Immer jemanden schuldigen. Auch wenn dieser jemand vielleicht gar nichts getan hat. Mich haben sie nur rausgesucht, weil ich anders bin. Aber anders sein, das ist die Stärke des Menschen. Anders sein, da bin ich froh drüber. Ich will gar nicht genauso sein wie die anderen. Macht ja auch keinen Bock, also genauso zu sein. Ich tue das, was ich will. Ich lasse mir auch nicht vorschreiben, was die anderen da machen wollen und so. Und ich habe Hunger. Also lasst euch niemals vorschreiben, was ihr zu tun sollt. Was ihr zu tun haben sollt. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Von anderen Leuten. Also von anderen. Lasst mich in Ruhe. Wenn die sagen, hört diese und diese Musik, nee, müsst ihr nicht, wenn ihr nicht wollt. Und die Hunde, die habe ich auch umgebracht. Ja. Der Part ist gleich vorbei. Ich rede noch im nächsten Part darüber. Über Schule. Und Mobbing. Und wir werden hier gerade angerufen. Hoffentlich geht da jemand dran. Ich gehe nicht dran, weil ich halt keinen Bock drauf habe. Ja, ich glaube, es ist fertig. So, ich verabschiede mich hiermit und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht.